Das Feld kommt hier zum ersten Mal die gerade herauf. Eine dichte Spitzengruppe, Sloner in der Bahnmitte, ist schnell gestartet. An der Innenseite ist Frongin in vorderer Linie, übernimmt das Kommando vor Sloner. Dahinter sieht man City of Light in dritter Position. Weiter außen rückt dann Altano nach und auch Brauner Zauber mischt hier mit. So geht es in die Nordseite hinein. Frongin mit Sloner. Dahinter sieht man dichter bei City of Light, auch Varolino macht Boden, rückt ins Vordertreffen auf. Altano ist dahinter, gut positioniert. Es geht gleich in die Gegenseite hinein. Bioma ist letztes Pferd und Brauner Zauber, der hat Schwierigkeiten plötzlich. Der ist jetzt vorletzter aktuell. Drittletztes Pferd ist Cesare. In der Gegenseite, Frongin weiter vorne. Sloner ist in Verfolgung, in zweiter Position zu sehen. Dahinter Varolino, dritter vor City of Light. Dann rückt Lantau jetzt zügig mit nach vorne. Ausgangs der Gegenseite. Die Führung wechselt jetzt. Sloner geht nach vorne, aber dahinter, da kommt bereits Lantau an der Außenseite auf. Also hier gab es Positionsänderungen. Sloner mit Lantau an der Spitze jetzt. Dahinter rückt jetzt Varolino an der Innenseite nach. Dichter bei City of Light und dahinter meldet sich Altano. Die Pferde sind auf dem Weg in die Zielgerade. Sloner bekommt Gesellschaft, City of Light ist da. Altano an der Außenseite, der stürmt jetzt an den ersten beiden vorbei. Altano hat das Kommando genommen. Dahinter innen sieht man Sloner, City of Light und außen geht Varolino. Vorne hat das Kommando Altano. Altano ist an der Innenseite, bequem in Front und macht sich frei. Altano ist auf der Siegerstraße mit José Luis Silverio. Kampf auf den Plätzen, City of Light und Varolino kommt außen. Varolino kommt fürs zweite Geld. Vorne aber alles klar, Altano der Sieger, ganz deutlich. Altano gewinnt. Und dahinter City of Light, zweiter, dritter Varolino, Sloner war vierte, fünfter Lantau und dahinter dann Cesare auf dem sechsten Platz, weit vor Eoma und Depot. Geht hinein, Starterfolg zum dritten Rennen, www.germantod.de Rennen. Das Feld kommt hier zum ersten Mal die gerade herauf, eine dichte Spitzengruppe, Sloner in der Bahnmitte, ist schnell gestartet. An der Innenseite ist Frongin in vorderer Linie, übernimmt das Kommando vor Sloner. Dahinter sieht man City of Light in dritter Position. Weiter außen rückt dann Altano nach und auch Brauner Zauber mischt hier mit. So geht es in die Nordseite hinein. Frongin mit Sloner. Dahinter sieht man dichter bei City of Light, auch Varolino macht Boden, rückt ins Vordertreffen auf. Altano ist dahinter, gut positioniert. Es geht gleich in die Gegenseite hinein. Bioma ist letztes Pferd und Brauner Zauber, der hat Schwierigkeiten plötzlich. Der ist jetzt vorletzter aktuell. Drittletztes Pferd ist Cesare. In der Gegenseite, Frongin weiter vorne. Sloner ist in Verfolgung, in zweiter Position zu sehen. Dahinter Varolino, dritter vor City of Light. Dann rückt Lantau jetzt zügig mit nach vorne. Ausgangs der Gegenseite. Die Führung wechselt jetzt. Sloner geht nach vorne, aber dahinter, da kommt bereits Lantau an der Außenseite auf. Also hier gab es Positionsänderungen. Sloner mit Lantau an der Spitze jetzt. Dahinter rückt jetzt Varolino an der Innenseite nach. Dichter bei City of Light und dahinter meldet sich Altano. Die Pferde sind auf dem Weg in die Zielgerade. Sloner bekommt Gesellschaft, City of Light ist da. Altano an der Außenseite, der stürmt jetzt an den ersten beiden vorbei. Altano hat das Kommando genommen. Dahinter innen sieht man Sloner, City of Light und außen geht Varolino. Vorne hat das Kommando Altano. Altano ist an der Innenseite, bequem in Front und macht sich frei. Altano ist auf der Siegerstraße mit José Luis Silverio. Kampf auf den Plätzen, City of Light und Varolino kommt außen. Varolino kommt fürs zweite Geld. Vorne aber alles klar, Altano der Sieger, ganz deutlich. Altano gewinnt. Und dahinter City of Light, zweiter, dritter Varolino, Sloner war vierte, fünfter Lantau und dahinter dann Cesare auf dem sechsten Platz, weit vor Eoma und Depot. Ja.
versteckt. Ich hätte jetzt sogar noch eher getippt, der geht noch richtig nach vorne. Hallo. Halt, halt. Egal. Ich bin